von Marthas Flechtwerk. Und ich möchte mich heute ein bisschen vorstellen, damit ihr mich besser kennenlernt. Und das hier ist mein allererster Korb. Und er ist nicht besonders schön. Er ist eigentlich alles andere als schön. Aber das ist mein allererstes Stück. Das habe ich vor etwa 8 Jahren gemacht. Und seitdem habe ich nicht aufgehört zu flechten. Seitdem habe ich schon viele, viele andere Körbe und Flechtwerke gemacht. Aber dieses kleine Stück ist immer noch bei mir. Bei ihm habe ich mal gelernt, oder eher nicht gelernt, aber eher gemerkt, dass es viel mehr Techniken gibt und dass es viel besser gehen muss und dass ich es einfach total gerne lernen möchte. Wie geht das denn richtig? Das ist hier wirklich mehr gewollt als gekonnt. Und ich habe halt gemerkt, ja, ich will mehr. Ich will bessere Körbe, schönere Körbe machen. Und dabei habe ich, bei diesem ersten Stück hatte ich auch mal die Erfahrung machen können, dass mir sehr viel Spaß macht und dass das Material ist gleichzeitig flexibel, aber gleichzeitig sehr stabil, dass die Arbeit damit sehr befriedigend ist. Es duftet schön, es lässt sich formen und biegen, aber trotzdem ist es stabil. Ja, so hat mein Abenteuer mit den Flechten angefangen. Und warum mache ich das bis heute noch? Das kann ich so auf 3 Ebenen beantworten. Die eine Ebene ist eine Art globale Ebene. Das ist sozusagen mein persönlicher Kampf gegen Plastik. Ich hoffe mal, dass jedes Flechtwerk, was ich in die Welt setze, jeder Korb, den ich mache, einen Plastikbehälter ersetzen kann und dabei unseren Planeten nicht verschmutzt, weil nach seinem Lebenszeit wird es sich zersetzen oder kann kompostiert werden, kann verbrannt werden und kommt sozusagen zurück in den Lebenszyklus. Die zweite Ebene ist die lokale Ebene. Es geht mir um das Handwerk. Flechten ist ein sehr schönes Handwerk, sehr altes Handwerk und ich möchte nicht zulassen, dass es ausstirbt. Und es gibt immer weniger Flechter und ich möchte, dass dieses Handwerk wieder mal mehr Aufmerksamkeit bekommt und wieder belebt wird und wieder wertgeschätzt wird. Früher gab es fast in jedem Dorf oder auf jedem Hof gab es mal einen Korbflechter. Heutzutage ist es nicht so. Es gibt immer weniger Menschen, die das machen. Der Grund ist oft der finanzielle Grund, dass es einfach sehr schwer ist, davon zu leben, sehr schwer ist, gegen die Konkurrenz anzutreten. Die Konkurrenz aus den anderen Ländern, die viel billiger produzieren können. Ja, und ich möchte, dass dieses Handwerk auch in lokalen Gemeinschaften nicht ausstirbt. Und das mache ich, indem ich in meinen Kursen den Leuten zeige, wie viel Wissen, Können und wie viel Aufwand in einem Korb steckt. Ich erhoffe mir dabei, dass die Leute mehr Wertschätzung für das Handwerk lernen. Und die dritte Ebene, warum ich immer noch beim Flechten dabei bin, ist meine persönliche Ebene. Und das ist für mich einfach das, was mich glücklich macht. Und beim Flechten komme ich in einen meditativen Rhythmus. Das ist für mich eine Art Meditation. Diese wiederholte Bewegung, die Arbeit mit den Händen, hilft mir, meine Gedanken zu ordnen. Ich merke, dass ich während des Flechtens total in die Arbeit eintauchen kann. Ich kann meine Umgebung ausblenden und mich nur auf mich und auf mein Werk fokussieren. Dabei kann ich meine Gedanken ordnen. Ich merke, dass ich plötzlich gute Ideen bekomme, dass ich Sachen verarbeiten kann, dass mir einfach so einen inneren Frieden und Ruhe gibt. Und das wünsche ich auch mal den anderen Menschen, die das nicht haben, die noch auf der Suche sind nach etwas, was sie einfach erdet und beruhigt, dass sie das vielleicht im Flechten auch finden. Also lange Rede, kurzer Sinn, Flechten macht mich glücklich. Und beim Flechten wird mir nie langweilig. Es wird überall auf der Welt geflochten mit verschiedenen Materialien. Und so kann ich immer wieder was Neues lernen,
indem ich neue Materialien benutze. Und ich muss nicht unbedingt Materialien aus der ganzen Welt haben, sondern auch das Einheimische, die einheimischen Materialien bieten genug Vielfalt, um damit sehr lange beschäftigt zu sein. Ich flechte halt viel mit Weide, klassische Weidenkörbe in verschiedenen Größen und Dimensionen, auch mal ganz kleine. Aus Platzgründen mache ich mehr kleine Sachen als größere Sachen. Ich flechte auch mal aus Zeitungspapier, weil das für mich eine schöne Art vom Upcycling ist. Und ich benutze eben auch Gräser und Rinde oder Stroh und Schilf. Hier ist eine Tasche aus Schilf. Auch diese Materialien benutze ich sehr gerne. Ich kombiniere auch Materialien gerne miteinander. Verschiedene Holzarten tue ich auch mal gerne in ein Werk. Ich finde es schön, wenn meine Werke bunt und vielfältig sind. Ja, das ist Marthas Flechtwerk. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich hoffe, ihr bleibt dabei und lasst euch von mir zeigen, was in Marthas Flechtwerk abgeht. Bleibt dabei in Marthas Flechtwerk und ich hoffe, es wird euch nicht langweilig. Ich denke, ich kann euch mit neuen Sachen mal überraschen und ja, lasst euch überraschen, was noch kommt. Tschüss! So, hier sind ja meine Weiden, die ich jetzt noch im Winter geschnitten habe. Mal schauen, wie es ihm geht.